Was ist das denn da? Komisch. Ja, aber sonst gibt's hier doch gar nichts. Was geht hier vor? Der Schleier kann unmöglich so weit zerrissen worden sein. Das wird nicht durch irgendein beliebiges Artefakt hervorgerufen. Der Götze ist immer noch im Haus, Hawk. So muss es sein. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Warum hört hier denn niemand auf mich? Da kommen wir... Ach, jetzt kommen wir da rein. Hallo? Hallo? Auf jeden Fall sieht es ja sauberer aus, als wir letztes Mal hier waren. Als zu dem Zeitpunkt, an dem wir... Und jetzt geht auch diese Tür von alleine auf. Und alle Kerzen brennen. Ich dachte, hier wohnt niemand mehr. Aber alles in allem muss ich mal sagen, das Haus gefällt mir besser als Hawks Anwesen übrigens. Wollte ich nochmal so am Rande erwähnen. Da kommen wir immer noch nicht rein. Das hätte ich gerne für zu Hause, dass die Bücher sich so von selbst aufräumen. Bei Andrastes brennendem Untergewand. Das hingegen hätte ich nicht so gern für zu Hause. So, da ist jetzt abgeschlossen und wir kommen nur noch da durch. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Brav nach unten. Geht ihr wohl nach unten? Ihr ungehorsamen Möbelstücke? So, die Tür da hinten ist jetzt offen. Aber wir gucken natürlich erstmal, die da ist auch offen. Varric, habt ihr das vorhin gehört? Nein. Gut, dann verliere ich nicht den Verstand. Tür. Erstmal natürlich wieder, wie immer, hier hinten. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Gut, da können wir nicht rein. Hier, Tür, da können wir rein. Hallo? Truhe-Komplex. Na dann mal bitteschön. Das war's schon. Hochwertige, schwere Stiefel mit 109 Rüstungen für Victor Hawk. Warte mal ganz kurz, dann lass ich mal den Victor Hawk da ganz kurz gucken. So. Und zwar 109 Rüstung. Das sieht doch super aus. Plus 48 Angriff. Ich glaube, die hochwertigen, schweren Stiefel, die machen wir uns gleich mal an die Füße. Da sind sie ja schon. Zack. Schnieke Pantalonen. Und ich habe das Gefühl, die können wir wahrscheinlich auch gleich brauchen. Nochmal abspeichern und ab dafür. Hallo? Seid ihr real? Ihr müsst hier raus, bevor es zurückkommt. Wo ist der Götze? Welcher Götze? Verschwendet meine Zeit nicht mit euren Lügen. Sagt mir, wo er ist. Warum ist ein Varric jetzt so biestig? Also Mädel, beruhigt euch doch mal. Wer seid ihr überhaupt? Beruhigt euch, Varric. Sie erzählt uns doch schon, was sie kann. Sie verbirgt etwas, Hawk. Lügt mich nicht an. Ich weiß, dass er hier ist. Ihr müsst ihn gefunden haben. Ich schwöre, ich weiß nichts über einen Götzen. Bitte! Zwerg. Erbauer, nein, es fängt wieder an. Nanü? Hab da noch einen Termin, dringenden, ein ätherischer Golem. Heilige Scheiße! Hund, zu mir! Hä? Wieso trifft er mich über 10.000 Meter hinweg? Oh, Herr Zwerg. Wo bist du? Herr Zwerg? Ach, der liegt ja schön unter der Vase rum, im Boden drin. Naja, das ist auch ein guter Platz. Nein, heilen sollst du. So, weiter. So, und du gehst mal schön weg. Lalalalalalalala. Irgendjemand muss mich retten. Ah!
Nein, alle bitte weg da. So, jetzt wieder der Varric. Ach, scheiße. Zu früh. Okay, wer kriegt jetzt die Schläge? Ich glaube, er. Au. Dann beiße ich mich mal fest. So, ich glaube, jetzt kriegt Evelyn gerade aufs Brett, ne? Kann das sein? Bin mir gar nicht so sicher, wie er jetzt... Ah! Lalalalala! So, Freunde, alle bitte wieder hier hin und halten. Halten. Das hat ja nicht so super geklappt. So, Varric, du musst wieder beiseite treten. Und du bitte auch. So. Ach so, nicht mehr halten. Ne, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, was macht der denn für Sperenzchen? Aber er selbst ist weg. Ach du Kacke. Lass dir mal bitte alle den Zwerg in Ruhe. So, jetzt du. Okay, anders ist noch intakt. Na. Und da kommt der Golem langsam wieder. Na los, jetzt, wie kann ich denn den Schatten da angreifen? Hier irgendwo. Und jetzt alle wieder bitte auf den Golem drauf. Nein, ich hab's mir gerade überlegt. Alle mal bitte vom Golem weg. Und halten. Ach Mensch, halten. Am besten hier ganz irgendwo in der Ecke. Hat ja nicht so super geklappt. Okay, anders. Kannst du vielleicht mal selber ein Tränkchen nehmen? Vielen Dank. Und weiter geht's hier. Und weiter drauf. Wer hat denn gerade die Aggro eigentlich? Wo ist denn anders? Der ist... Da ist er. Nee, da ist nichts Rotes mehr. Nee, okay. Hast du nicht noch heitere Sprüche? Wie zum Beispiel ein Feuersturm? Na, 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 na. Ich hoffe, der tut uns nichts. So, ansonsten... Ach, der ist schon wieder hinterm Zwerg her. Komisch eigentlich. Und der scheint auch immer zu treffen. Egal, was man macht, der Golem. Egal, wie weit man wegläuft. Was macht er denn da jetzt? Ach, du Scheiße. Ach, nicht schon wieder. Nein, jetzt alle bitte wieder weg. Und zwar am besten hierhin. Ach Mensch, ich drücke immer J. So, scheiße. Ach, und nicht immer auf den Zwerg. Hier, der schlägt in eine ganz andere Richtung und trifft trotzdem den Zwerg. So, du kannst mal wieder ein bisschen verschlingen. Verschlingen. Und zweite Luft. So, du gehst mal ein bisschen... Der Natur. Wann geht der Kampf endlich los? Die Anker langweilt sich schon. Ja.
Na los, jetzt mach doch mal. Immer diese Häschen-Taktik. So, alle bitte jetzt hier hinten in Sicherheit. Ach, der Anders hat's wieder nicht gerafft. Naja, was soll's. Alle bitte wieder. Huch, alle bitte wieder drauf. Du kannst sicher. Naja, du kannst ja mal ein Tränkchen nehmen. Natürlich. Er zerlegt sich ja wieder in die Schatten rein. Ach, scheiße, Mann. So, du kannst jetzt auch nochmal so einen Trank nehmen. Und ansonsten können wir ja schon mal auf den da gehen. Mann, die gehen immer auf den Zwerg. Fällt euch das auf? So, zweite Luft. Den da. Ach, das war's mit dem. Und du. Ach du Scheiße, er sieht ja jetzt richtig gut aus. Ach du Scheiße. So, alle drauf, außer Varric natürlich. Nein! Alle weg! Scheiße! Ah, diesmal geht's aber noch. So. So, einmal auf ihmchen und jetzt. Und einmal festbeißen. Au! Na, egal. Scheiße! Zweite Luft und drauf da! Na los, du bist doch gleich nieder. Du Elender. Und stör. Das ist ein Stück von dem Götzen. Ich hätte wissen müssen, dass Bartram mich belügt. Natürlich hat er ein Stück der Statue für sich behalten. Stellt euch vor, was wir damit tun könnten. Varric, wollt ihr wahnsinnig werden? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Varric, aber ich will nicht wie Bartram enden. Ich bin nicht mein Bruder, Hawk. Der Götze hat ihn in den Wahnsinn getrieben, aber das hier ist nur ein winziges Stück. Nein! Ich brauche dieses Ding. Das alles hat mich 6 Jahre meines Lebens gekostet. Und schon ist es wieder soweit. Seit dieses Ding zerbrochen ist, scheint seine Magie noch stärker geworden zu sein. Das Bruchstück ist meine einzige Hoffnung, Bartram heilen zu können. Es ist meine einzige Chance, irgendetwas von dem hier wieder gut zu machen. Werdet es los! Hört euch doch mal selbst reden, Varric. Das Ding kontrolliert euch bereits. Ihr müsst euch davon trennen. Ihr hört mir einfach nicht zu, Hawk. Ich weiß, dass ich dieses Bruchstück kontrollieren kann. Das, was ihr sagt, sieht euch nicht ähnlich. Und niemand kann es kontrollieren. Das Ding ist verflucht. Es hat euren Bruder vernichtet und es wird auch euch vernichten. Schafft es euch vom Hals. Na schön. Ich habe ohnehin keine Lust, mich deshalb mit euch zu streiten. Nehmt das Ding, es ist jetzt euer Problem. Vielleicht kann euch ja der Verzauberung, Junge, helfen, es loszuwerden. Oh. Es war die richtige Entscheidung, Hawk. Ihr habt ihm damit großes Leid erspart. Gehen wir. Ich brauche dringend frische Luft. Eine gute Idee mit dem Verzauberung, Junge. So, ätherischer Golem, was hast du denn für mich dabei? Zack. Einen Felsgurt mit +1 Rüstung, +8 Tapferkeit. Aha. So, ansonsten haben wir hier alles oder haben wir hier noch nichts oder doch oder ja oder nein oder vielleicht.